Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem kurzen Video von mir. Ja, es geht um meine Nägel, die ich im Asia-Studio habe machen lassen. Und ich wollte euch jetzt nach 4 Wochen mal zeigen, wie sie aussehen, haben sie gehalten, sind sie abgebrochen, habe ich Liftings, was auch immer. Und ich wollte eigentlich 6 Wochen warten, aber mir ist das ehrlich gesagt zu lang. Also ich mag das nicht, diesen Rauswuchs zu haben. Wobei mir ganz viele schon geschrieben haben, dass meine Nägel ja sehr langsam rauswachsen. Das stimmt auch. Aber trotzdem bin ich so, ich mag das nicht und möchte auf jeden Fall meine Nägel wieder auffüllen. Und 4 Wochen reichen auf jeden Fall aus, um zu sagen, ob die Nägel gut halten oder nicht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure vielen Kommentare unter dem Video. Ich denke, viele haben einfach Spaß dran gehabt, das mal zu sehen. Danke für euer Feedback. Ganz viele haben ihre Meinung dazu geschrieben. Und ich fand das teilweise auch sehr amüsant, weil man einfach gemerkt hat, viele haben sich die Videos gar nicht oder das Video gar nicht richtig angesehen, haben direkt kommentiert und das Ganze so ein bisschen verdreht und mir Sachen unterstellt, wo ich dann dachte, okay, irgendwie wurde sich das Video gar nicht richtig angesehen. Und wie dem auch sei, die meisten haben es richtig verstanden und das war einfach mal so ein bisschen Spaß und ich möchte auch in Zukunft noch andere Studios einfach mal testen, denn ganz viele Schüler von mir haben geschrieben, dass sie es cool fänden, wenn ich einfach mal vorbeikommen würde, vorher ankündigen und dann einfach mal hingehen, das angucken und dann einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Es geht nicht darum, Studios rauszupicken und irgendwie über einen Kamm zu scheren oder schlecht zu reden, darum geht's nicht und ich denke, es haben auch die meisten in dem anderen Video verstanden, dass genau das Gegenteil eigentlich der Fall sein sollte. Und auch jetzt möchte ich euch einfach zeigen, wie die Nägel aussehen und danach noch mal ein kurzes Feedback geben, wie ich einfach so noch zu dem Thema stehe. Ja, und so sehen die Nägel aus. 4 Wochen, gerade an der Hand. Also ich habe sie nach ein paar Tagen umgefeilt. Also ich hatte sie euch ja gezeigt mit den verfeilten Seitenlinien. Und ich bin so ein Kandidat, wenn die Seitenlinien krumm und schief sind, verfeilt, dann fummel ich dran rum. Das heißt, ich selber hätte früher oder später dafür gesorgt, dass mir die Nägel irgendwie einreißen. Das heißt, ich habe sie frühzeitig umgefeilt in eine Form, mit der ich wesentlich besser zurechtkomme. Wobei, ich muss sagen, mit der Länge, das nervt mich beim Arbeiten im Moment schon extrem. Also ich bin niemand, der mit so extrem langen Nägeln zurechtkommt. Ist vielleicht auch Gewöhnungssache, aber ich muss unheimlich viel am Computer arbeiten und dann stört es mich einfach beim Tippen. Es dauert einfach zu lange. Ja, ich habe sie, wie gesagt, umgefeilt und kam dann sehr gut damit zurecht. Es hat alles wunderbar gehalten. Die Steinchen sind auch noch dran. Die hat er richtig eingearbeitet mit Fixing-Gel und auch nochmal versiegelt. Also auch keine Liftings. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, die Nägel sind schon einen ganzen Kilometer rausgewachsen. Aber sagt mir mal, wie ist das bei euch? Bei den meisten wachsen die Nägel schneller. Sind vielleicht auch einige dabei, wo die Nägel noch langsamer wachsen? Ich weiß nicht, aber mir kommt es immer schon sehr schnell vor. Und nach 4 Wochen muss ich unbedingt auffüllen. Auch hier, es hat alles gehalten. Also der Rauswuchs ist auch relativ unauffällig. Würde ich mir jetzt hier einfach ein bisschen Klarlack drauf machen, dann wird man das auch weiter gar nicht sehen. Auch an der Hand hat soweit alles gehalten. Es ist alles dran. Hier ist mein Liftingfinger. Hier an der rechten Hand am Mittelfinger habe ich hier immer ein Mini-Lifting. Das kam jetzt auch erst nach ein paar Wochen. Das ist die einzige Stelle, aber sonst hat alles super gehalten. Also man könnte jetzt problemlos alles auffüllen. Und ich werde die Nägel auch auffüllen. Ich möchte ein Frühlingsdesign machen mit Acryl. Ich habe mir schon was überlegt. Vielleicht auch ein Babyboomer, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder eine Kombination aus beidem. Aber ich werde auf jeden Fall Acryl verarbeiten. Und ihr seht, alles gut gehalten. Das Design gefällt mir nach wie vor. Ich mag ja so schlichte Nägel mit dem gewissen Etwas. Also würde ich mir selber Nägel machen, dann würde ich die Steinchen eben noch mal ein bisschen anders setzen, ein bisschen enger zusammen. Aber ich muss sagen, es hat mir doch ganz gut gefallen. Ja, und ich denke, über das Ergebnis nach 4 Wochen kann man wirklich nicht meckern. Ja, wie ihr sehen könnt, haben die Nägel wirklich gut gehalten. Und ja, ich bin nach wie vor super zufrieden. Würde ich noch mal hingehen? Ich denke schon. Also wenn ich einfach keine Lust hätte, meine Nägel zu machen, meistens habe ich ja Spaß dran, sie selber zu machen. Wenn ich aber mal keine Zeit hätte und unbedingt nochmal Nägel haben möchte, ich würde auch gerne wissen, wie es wäre, dort auffüllen zu gehen, wie das ablaufen würde. Ja, auf jeden Fall würde ich nochmal hingehen. Irgendwann, denke ich mal, wird es sich nochmal ergeben. Dann bin ich gespannt, bei wem ich lande, weil in diesem Studio ist es eben so, dass man jetzt nicht sagen kann, ich will unbedingt nochmal zu der Person. Das kann man vielleicht machen, wenn die gerade alle frei sind, aber wenn viele Kunden drin sind, kann man sich das nicht aussuchen. Das heißt, man kommt einfach zu der Person, die gerade verfügbar ist. Das heißt, die Nägel sehen dementsprechend ja auch immer ein bisschen anders aus. Was da gut ist oder was praktisch ist, gerade auch für mich, dass man da ohne Termin hingehen kann. Das ist in meinem Studio nie der Fall gewesen, weil ich alleine dort gearbeitet habe und dann konnte ich das einfach nicht. Ich brauchte schon feste Termine und so habe ich das auch gemacht und wusste dann immer genau, wann welche Kundin kommt und so ist das Ganze für mich einfacher. Wenn man natürlich da mehrere Leute hat, dann könnte man sowas machen.
Aber ich fand es doch immer strukturierter, einzelne Termine zu vergeben. Aber es hatte mir auf jeden Fall gefallen. Also wenn ihr das Video nicht gesehen hattet vom Asia-Studio, schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Und ja, ich denke, ich würde dann von vornherein einfach eine andere Form wählen. Direkt die Mandel oder runde Nägel, damit das mit den verfeilten Seitenlinien nicht so passieren kann. Und ja, würde vielleicht dann nochmal so ein bisschen genauer sagen, was für ein Design ich haben möchte. Wobei, das hat mir eben auch gut gefallen, denn es ist nicht das, was ich wollte im Grunde, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ich dachte mir, ich werde nochmal so ein Video machen, wo ich versuche, genau dieses Design umzusetzen, wie ich euch auf dem Bild gezeigt hatte. Vielleicht habt ihr da Lust zu, also lasst mir gerne ein Feedback da. Dann werde ich das auch nochmal versuchen und dann könnt ihr vielleicht auch dazu schreiben, wie ihr vielleicht dieses Design gearbeitet hättet. Weil ich habe schon so eine Idee, wie man das wahrscheinlich gut umsetzen könnte, aber viele Wege führen nach Rom. Jeder arbeitet da ja so ein bisschen anders. Ja, dann hoffe ich, dass euch das nochmal so einen kleinen Einblick gegeben hat. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, wenn ich vielleicht mir selber irgendwo die Nägel machen lasse, dann lasst mir gerne ein Feedback da. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das natürlich machen, dann verpasst du kein Video mehr. Die Glocke muss unbedingt aktiviert werden, weil sonst werden euch die Videos gar nicht alle angezeigt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.